Flüssig und oder stabil zur Rolle der Online-Kommunikation für die Organisationsstruktur der Piratenpartei. Langer Titel. Das ist jetzt mal hier die offizielle Folie, die uns die Uni Duisburg-Essen, wie wir ja heißen, vorgibt. Die verlasse ich jetzt aber gleich, weil ich brauche Platz. Ich will versuchen, aus verschiedenen Perspektiven ein paar Impulse zu geben darüber, was aus meiner Sicht relevant ist für die Entwicklung der Piraten. Ich bin als Internet- und Parteienforscher unterwegs in diesem Fall, wenn man so will. Und komme aus diesem Grund zunächst mal eigentlich auch nicht drum herum, so ein paar Tage nach der Wahl hier in Niedersachsen, doch mal wenigstens kurz über die Wahl und das Ergebnis zu sprechen, auch wenn das eigentlich nicht unbedingt im Kern des Vortrags liegt. Trotzdem, spätestens in der Diskussion, kommen wir vielleicht auch nochmal drauf zu sprechen. Es gibt schon ein paar Hinweise meiner Meinung nach, warum natürlich auch das eigentliche Thema, also Organisationsstruktur, Binnenkommunikation, eine Rolle gespielt hat, auch bei dem Resultat. Was zunächst mal festzuhalten ist, es ist kein gutes Ergebnis. Es ist auch bestimmt richtig, das, was wir überall lesen, dass das aktuelle politische Klima, die Entwicklung bei den Piraten intern in den letzten Wochen, Monaten, das Bild in der Öffentlichkeit, Streitereien, Personalquerelen, sicher dazu beigetragen haben, dass die Piraten Schwierigkeiten hatten, sich den Wählern zu präsentieren. Was aus meiner Sicht allerdings so ein bisschen fehlt, sind Erklärungsversuche, die die Piraten tatsächlich auch als Partei ernst nehmen und nicht nur als Medienphänomen. Man kann, denke ich, auch ganz gut und ganz einfach erklären, warum das hier in Niedersachsen nicht so gut funktioniert hat. Ich glaube, man tendiert mittlerweile in der öffentlichen Diskussion zu verkennen, wie jung und durchaus auch wie zerbrechlich die Struktur noch ist. Man vergisst dabei auch so ein bisschen die Hürden, vor denen kleine, junge Parteien üblicherweise stehen, wenn sie sich eben in den Wählermarkt begeben. Da gibt es Bundesländer, da geht das etwas leichter, und da gibt es Bundesländer, da geht es etwas schwieriger. Und Flächenbundesländer sind typischerweise diejenigen, in denen es schwer ist für die Parteien, einfach aufgrund der Fläche, sich dem Elektorat bekannt zu machen. Das ist sehr viel einfacher gewesen in den anderen Bundesländern, mit einer Ausnahme, in denen die Piraten Erfolg hatten. In Berlin, Saarland und Schleswig-Holstein ist es eher übersichtlich. Das ist von Niedersachsen nicht zu sagen. Und so könnte man eigentlich sagen, wenn es überhaupt eine Referenz gibt für die Wahl in Niedersachsen, dann wäre das Nordrhein-Westfalen, also ein anderes großes Flächenland seit 2011, in dem auch gewählt wurde. Da war nun allerdings sicherlich auch die Stimmungslage eine andere, quasi als Endpunkt dieses über ein halbes Jahr laufende Hoch der Piraten seit der erfolgreichen Wahl in Berlin. Es kommt hinzu ein anderer Punkt, da sind wir dann schon eher bei dem Thema des Vortrags heute, also Organisation der Partei. Der Landesverband der Piraten in Nordrhein-Westfalen ist deutlich größer, zahlenmäßig stärker besetzt als hier in Niedersachsen. Was hinzukommt, ist, dass in Nordrhein-Westfalen etwas passiert ist, was man vorher auch in den anderen Bundesländern, insbesondere auch in Berlin gesehen hat, dass Piraten aus anderen Bundesländern sich beteiligt haben, ganz aktiv an den Kampagnen. Davon habe ich hier für Niedersachsen nicht so viel mitbekommen. Das war in den anderen Fällen relativ leicht nachzuvollziehen. Ich muss dazu sagen, ich habe Niedersachsen jetzt nicht so intensiv untersucht wie die anderen oder mich damit auseinandergesetzt wie in den anderen Fällen. Trotzdem hatte man schon eher das Gefühl, als wäre der Landesverband etwas stärker auf sich allein gestellt oder teilweise sogar auch musste ein bisschen gegen die Aktivitäten auf der Bundesebene und in den Reihen der anderen Landesverbände agieren. Das macht es eben für eine Partei, die nach wie vor eigentlich erst noch in Gründung ist, nicht leichter. Ein zweiter Punkt, der eine Rolle gespielt hat, meiner Meinung nach, ist die Tatsache, dass möglicherweise aufgrund der Größe auch des Landesverbandes, es nicht gelungen ist, in allen Wahlkreisen direkten Kandidaten aufzustellen.
Nicht, dass in Nordrhein-Westfalen oder anderswo ein Kandidat gewählt worden wäre, aber allein durch die Aufstellung findet eine Sichtbarmachung der Partei und der Personen statt in den jeweiligen Wahlkreisen. Man muss tatsächlich an die Türen klopfen und Unterschriften sammeln, um die Wahlbewerbungen vorlegen zu können. Das alles trägt zu einer Mobilisierung bei, entweder unmittelbar in der eigenen Organisation oder aber im näheren Umfeld. In Nordrhein-Westfalen hat es tatsächlich in allen Wahlkreisen funktioniert. In Niedersachsen, soweit die Zahlen stimmen, in etwa 65 von 87 Wahlkreisen. Wie gesagt, das ist jetzt aus dem Piraten-Wiki, das müsste man sich nochmal ganz genau anschauen. Aber entscheidend ist erstmal der Punkt, keine flächendeckende Nominierung von Direktkandidaten. Schaut man sich dann die Verteilung an, dann findet man eine typische Stimmenverteilung für die Piratenpartei zwischen 2009 und 2011, also in der Phase, wo sie überall in etwa diese Werte erlangt haben, wie jetzt in Niedersachsen, also um die 2%. Es gibt Hochburgen in den Städten und eher piratenfreie Zonen auf dem Land. Das ist ein Screenshot aus dem sehr schönen Angebot Wahlatlas. Dort wird abgetragen und also sehr gut verfügbar gemacht, jetzt nicht im Screenshot, aber wenn man mit dem Mauszeiger dann über die Wahlkreise geht, sieht man sehr schnell für die einzelnen Parteien die Verteilungen der Stimmanteile, quer auch zu verschiedenen Bundesländern. Und das ist wirklich interessant und erstaunlich selten eigentlich, kommt es vor in der Diskussion. Wenn man sich anschaut, was in den vergangenen erfolgreichen Landtagswahlen mit den Piraten passiert ist und was jetzt hier wieder zu beobachten ist. Man sieht, dass die etwas dunkleren Flächen, hier unten ist die Legende, zeigt an, je dunkler, desto mehr Stimmenanteile in den Wahlkreisen. Der höchste Wert liegt bei 3,8, also in keinem Wahlkreis über 5%. Die Hochburgen liegen auch noch deutlich unter dieser Schwelle und die Hochburgen liegen, da müssen wir ein bisschen helfen, im Umfeld der größeren Städte, Hannover, ja auch Bremen, Osnabrück, Göttingen, Hildesheim, Braunschweig, Lüneburg. Ja, also auch grob so das, was wir eigentlich immer vermutet haben im Umfeld von Städten mit Hochschulen. Ein jüngeres, netzaffines Publikum, dort sind die Piraten stark. Das ist das, was für, also ja, sie sind in deren Relation stark. Wir reden nicht über eine 10- oder 20%-Partei, wir reden über eine kleine Partei. Ja? Wenn es Hochburgen gibt, dann liegen sie da. In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, im Saarland war es anders. Da sind die Piraten in jedem Wahlkreis über 5% gekommen. In Niedersachsen variierte diese Breite von 5,2 bis 9,8. Es ist insofern interessant, weil es eben dort tatsächlich gelungen ist, auch in der Fläche zu mobilisieren und Wähler zu erreichen. Das ist hier nicht der Fall gewesen. Nordrhein-Westfalen, 5,2 bis 9,8. Und auch in den anderen, also da ging es nicht ganz so hoch, aber auch dort in Schleswig-Holstein und im Saarland jeweils über 5% in allen Wahlkreisen. Hier also wieder dieser Unterschied, Hochburgenbildung und dann eben fast piratenfreie Zonen. Das ist im Grunde die Verteilung, die wir auch in 2009 bei der Bundestagswahl und tatsächlich dann auch bei den Wahlen danach gesehen haben. Also insofern eigentlich ein Rückfall und es ist eben nicht gelungen, in der Fläche anzukommen, den Wähler zu erreichen. Vielleicht können wir nachher da noch etwas näher zu sprechen. Ich würde jetzt eigentlich mich stärker dem Thema widmen und mich mit der Organisationsstruktur stabilen und flüssigen Elementen davon auseinandersetzen. Und da ist man über den Begriff des Flüssigen natürlich ganz schnell bei Liquid Feedback, das in der Außensicht auf die Piraten sowohl in Deutschland wie auch in der internationalen Perspektive durchaus herausragt. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, aber Anfang des Jahres hat der Economist eine große Geschichte gemacht über Entwicklungen, die Nutzung des Internet im Bereich der Politik weltweit nach sich gezogen hat. Und da werden neben dem arabischen Frühling dann immer gerne tatsächlich auch die Piraten, da vor allen Dingen aber eben Liquid Democracy oder Liquid Feedback genannt. Insofern, das ist durchaus ein großes Alleinstellungsmerkmal noch,
der Piraten, zumindest was die Durchdringung dieser Kommunikationsform innerhalb der eigenen Parteistruktur angeht. Was mir wichtig ist, dass ich Liquid Democracy nicht nur nennen würde, das, was tatsächlich auf der Plattform Liquid Feedback piratenintern passiert. Also ich würde es nicht so eng sehen, dass nur in dem Moment, wo ich diese Plattform nutze, ich etwas tue, was man mit dem Begriff der Liquid Democracy beschreiben würde. Ich bin der Meinung, dass es auch andere Kommunikationsformate gibt, die sehr gut geeignet sind, sich unter diesen Begriff integrieren zu lassen und die eben auch eine wichtige und in der Breite wahrscheinlich sogar wichtigere Rolle für die Piraten zumindest im Moment spielen, als dass diese Entscheidungs-, Vorbereitungs-, Schrägstrich-, Abstimmungsplattform Liquid Feedback tut. Also für mich ist daher wichtig, das, was hier ganz unten steht, Liquid Democracy ist mehr als Liquid Feedback. Und an der Stelle ist man dem Punkt doch vielleicht noch mal ganz kurz etwas zu Liquid Democracy zu sagen. Erstmal in den Worten der Piraten, sie sehen oder verstehen Liquid Democracy als eine Mischform zwischen indirekter und direkter Demokratie, während bei indirekter Demokratie ein Delegierter zur Vertretung der eigenen Interessen bestimmt wird, wird bei direkter Demokratie alle Interessen selbst wahrgenommen werden müssen. Ich muss mal sehen, ob ich mich vertippt habe oder ob das tatsächlich so im Wiki steht, da kommt es nämlich her, ergibt sich bei Liquid Democracy ein fließender Übergang zwischen direkter und indirekter Demokratie. Das ist also die Basisformulierung, die für die Piraten relevant ist, an der sie einen großen Teil ihrer internen Kommunikation und Arbeit ausrichten. Sie wägen gegeneinander ab, die Vor- und Nachteile repräsentativer und direkter Demokratie und entscheiden sich eben hier nicht für eins von beiden, sondern sagen, dass sie sich an einer solchen Mittelposition zwischen diesen beiden Formen orientieren und sie in die eigene Arbeit integrieren wollen. Für mich käme jetzt aus der Perspektive der Politikwissenschaft eigentlich noch ein drittes Element hinzu und dann hätten wir so eine Art Dreieck und zwar deliberative Demokratie als ein weiteres Konzept oder Modell von Demokratie, das meiner Meinung nach hier auch hinzugehört und nicht vergessen werden sollte. Und an dieser Stelle spätestens, glaube ich, wird auch der formale Hintergrund, weshalb ich sage, dass es eben mehr gibt als nur Liquid Feedback, was man in dieses Konzept einordnen kann, etwas deutlicher, denn es gibt viele verschiedene Plattformen im Netz, Plattformen der Online-Kommunikation, die die Piraten nutzen, um sich zu beraten und um ihre Entscheidungen vorzubereiten. Liquid Feedback wird insbesondere, glaube ich, von außen vor allen Dingen als ein Werkzeug zum Entscheiden gesehen, aber es hat eine mindestens genauso starke Komponente der Entscheidungsvorbereitung und da sind wir eigentlich noch stärker in diesem Bereich der deliberativen Demokratie und ich will an ein paar Beispielen zeigen, dass es eben auch noch andere Formate gibt, die die Piraten nutzen, in Klammern auch andere Parteien, um eben ihre Entscheidungen vorzubereiten und daran richte ich dann auch meine Beantwortung oder den Antwortversuch aus, ob denn die Kommunikation bei den Piraten eher flüssig oder eher stabil ist und was das für die Organisationsstruktur heißt. Das Ganze ist ein Prozess, der längst nicht abgeschlossen ist. Wir stehen auch hier, wie bei der Entwicklung der Piratenpartei insgesamt, auch an der Urne, noch am Anfang. Vieles ist tatsächlich nun im Fluss und wird getestet, entwickelt und ausprobiert. Nicht alles funktioniert, aber, und das sieht man durchaus auch bei den Entwicklungen, die das Konzept oder Ansätze davon bei den anderen Parteien machen, dass es doch durchaus so etwas wie einen Nerv trifft in der Binnenkommunikation und auch in Fragen der Organisation der Parteien. Ich hatte es gesagt, es geht also für mich um zwei Dinge. Liquid Democracy wäre einmal eher das Konzept, ohne sofort zu sagen, das ist ein neues demokratietheoretisches Modell, wo wir sehr kluge, lange theoretische Abhandlungen zuschreiben müssen. Das kommt vielleicht noch. Das wäre aber erstmal die eine Seite und die andere Seite Liquid Feedback in der Nutzung der Piraten. Das wäre die dazugehörige Software. Die steht auch nicht alleine in der Gegend herum. Es gibt
zum Beispiel ja auch Autocracy als eine Plattform, die nicht dasselbe, aber etwas Ähnliches ermöglicht, auch wieder unter diesem Label der Liquid Democracy genannt wird, zum Beispiel auch genutzt wurde von der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft. Man sieht schon an den Differenzen und Konkurrenzen auch zwischen den beiden Plattformen, also Liquid Feedback und Autocracy, dass hier vielleicht so etwas entsteht wie ein neuer Markt für solche Werkzeuge. Und interessant, und darüber wird man vielleicht in ein paar Jahren dann nochmal näher drüber nachdenken, ist natürlich auch die Frage, wer steht denn hinter solchen Plattformen? Wer programmiert das denn? Denn wenn wir tatsächlich in der nächsten Zeit eine intensivere Nutzung solcher Angebote sehen, dann kommt natürlich den Personen, die so etwas entwickeln oder die die Implementierung in konkrete Abläufe innerhalb von Parteien oder parlamentarischen Gremien entwickeln, eine große Rolle zu. Aber das ist ein anderes Thema. Für mich ist also eher wichtig die Haltung, die politische Akteure aufbringen, wenn es um die Nutzung digitaler Kommunikationsplattformen geht in Bezug auf die Entscheidungsvorbereitung. Ich hatte es schon mehrfach gesagt, auch andere Parteien nutzen ähnliche Formate. Autocracy hat die SPD zum Beispiel einmal verwendet im Vorfeld auch eines Bundesparteitages Ende 2011. Die Grünen denken über oder planen den Einsatz von Autocracy auf Landesebene in Nordrhein-Westfalen. Die CDU Nordrhein-Westfalen hatte nach der Wahlniederlage im letzten Jahr sehr schnell angekündigt, dass sie Liquid Feedback auch einsetzen wollten für die eigene Organisationsstruktur. Eine Nachfrage in der Partei hat da keinerlei Auskunft hervorgebracht. Also das ist vielleicht auch wieder verschwunden, dieser Ansatz. Es gibt die Nutzung von Liquid Feedback auch in anderen Zusammenhängen, nicht nur Parteien. Der Landkreis Friesland hat sich damit auseinandergesetzt und hat nun Liquid Friesland im Angebot. Das holpert scheinbar ein wenig vor sich hin. Ich bin mal gespannt, da gibt es dann im Herbst eine Masterarbeit zu diesem Thema. Also das Konzept ist präsent, nicht nur bei den Piraten, auch anderswo. Trotzdem sind die Piraten sicher der treibende Akteur und Protagonist bei dieser Entwicklung im politischen Raum. Zentral ist nun im Folgenden wirklich die Frage, wie macht man das? Wie nutzt man als Partei tatsächlich die Möglichkeiten der Online-Kommunikation für die eigene Arbeit? Und wie gestaltet sich das? Ich kann versuchen, das in einem Vortrag halbwegs systematisch zu machen, kann aber trotzdem die vielen unterschiedlichen Formen, um die es geht, also Wiki, Blogs, Foren, Twitter, Liquid Feedback, nur ganz, ganz kurz ansprechen. Vielleicht können wir das ein oder andere dann in der Diskussion noch nachholen. Sind unmittelbar Fragen zum Verständnis, was das eine vielleicht von dem anderen abgrenzt, dann können Sie natürlich das auch gleich nachfragen. Entscheidend, auch im Unterschied zu den anderen Parteien, ist, dass die Piraten die Möglichkeiten der Online-Kommunikation auf breiter Basis nutzen, während es bei den anderen Parteien eher immer noch eine Frage kleinerer Nutzergruppen sind, die zwar wachsen, aber die eben nicht so breit verteilt sind wie bei den Piraten. Und das merkt man zum einen anhand der reinen Menge der Inputs, die vorgebracht werden, aber auch an der Art und Weise, wie die Piraten im Verhältnis zu anderen Parteien mit solchen Angeboten der Basis im Rahmen der offiziellen Parteikommunikation umgehen. Die Piraten sind hier sehr viel flacher, weniger hierarchisch aufgestellt, während die Online-Kommunikation bei den etablierten Parteien eigentlich immer ganz zentral an der Parteispitze, dem Präsidium in der Bundeszentrale, in der zentralen Organisationsstruktur aufgehängt ist, während man bei den Piraten tatsächlich als einfacher Basispirat, als einfaches Mitglied auch relativ schnell in die Kanäle der offiziellen Parteikommunikation hineinreichen kann.
Das Wiki ist eigentlich das zentrale Rückgrat der Kommunikation intern. Hier finden sich eigentlich alle Informationen über die Partei inhaltlicherseits, auch was die Personen angeht. Es ist ein großer Fundus an Material zu Auskünften über die Organisationsentwicklung, Strukturen, über die Vorbereitung, Durchführung von Parteitagen. Es liegt alles da zur Ansicht und kann genutzt werden. Die Medien tun das zunehmend. Manchmal denkt man auch, die Konkurrenz setzt sich damit jetzt intensiver auseinander. Man kann sich wundern, warum man das erst jetzt mit einer gewissen Verzögerung macht und auch die Journalisten über lange Zeit geschrieben haben. Wir wissen ja nichts über die Piraten, aber dabei ist das Relevante, was natürlich auch für Wissenschaftler gut ist, eigentlich gut dokumentiert. Das Wiki funktioniert nach wie vor, es wächst, es schreiben immer mehr Menschen, immer mehr Beiträge dort hinein und ist zum Beispiel bei der Bewertung des Zustands des aktuellen der Piraten auch ein wichtiger Indikator. Meiner Meinung nach sehr viel wichtiger als die Meinungsumfragen. Durchaus auch ein Wahlergebnis, wie wir es jetzt in Niedersachsen hatten. Ein Problem hätten die Piraten vor allen Dingen dann, wenn hier auf einem solchen zentralen Feld der internen Kommunikation nichts mehr passieren würde, wenn bei Aktuelles keine Termine mehr stehen würden, wenn die Zahl der Beiträge stagniert und nicht wächst, wenn die Zahl der Menschen, die in das Wiki etwas hineinschreiben, stagniert oder zurückgeht, wenn natürlich, was auch im Wiki dokumentiert ist, die Mitgliederzahlen zurückgehen massiv, dann können wir davon ausgehen, haben die Piraten tatsächlich ein massives Problem. Danach sieht es im Moment allerdings noch nicht aus, auch den Wahlergebnissen zuletzt und den Umfrageergebnissen zum Trotz. Trotzdem, man schaut auf das, was man gewohnt ist, in den Blick zu nehmen. Das sind Zahlen in den Meinungsumfragen und Wahlergebnisse. Dass wir hier eigentlich eine Möglichkeit haben, sehr viel präziser auf das Innenleben der Piraten zu schauen, darauf muss man offenbar immer noch hinweisen. Andere wichtige Elemente der Parteienkommunikation, die aus meiner Sicht eben nicht nur Kommunikationselemente sind, sondern auch Teile der Organisationsstruktur und Organisationskultur und darauf einwirken, wären zum Beispiel die zahlreichen Blogs, die dann zusammengefasst sind im Piratenmond. Man sieht hier eine sehr, sehr, sehr lange Liste auf Einzelblogs und das Besondere, das hatte ich schon angedeutet im Verhältnis auch zu den anderen Parteien, man findet hier angebunden an die offiziellen Kommunikationskanäle auch ganz viele Blogs und Angebote von einzelnen Piraten, die sich dann mischen mit den Angeboten von Kreis- und Landesverbänden, mit den Angeboten von prominenteren Mitgliedern aus dem Bundesvorstand zum Beispiel. Das alles wird mehr oder weniger in einen Topf geworfen und ist über zentrale Findeelemente dann auch zugänglich. Und diese Offenheit gegenüber der Kommunikation, die von den einzelnen Mitgliedern betrieben wird, ist etwas, was die Piraten durchaus abgrenzt von den von der Kommunikationspolitik der anderen Parteien. Noch ein weiteres Format, das man auch meiner Meinung nach sehr wohl als Element einer Liquid Democracy verstehen kann, das sind die sogenannten Piraten-Pads oder Public-Pads, Ether-Pads, die wir hier sehen. Im Grunde nichts anderes als ein Dokument, das von mehreren Autoren, Autorinnen gleichzeitig bearbeitet werden kann, das offen einsehbar ist und das im Entstehungsprozess dann auch begleitet werden kann. Man kann sich daran beteiligen. Das, was hier farbig dargestellt ist, sind jeweils die Veränderungen, die einzelne Autoren vorgenommen haben. Das Ganze ist eigentlich nicht so schwierig. Es wird in der Gesamtsituation allerdings nicht so ganz trivial, wenn man das mal gemacht hat mit ein paar Leuten, die gleichzeitig an einem Dokument arbeiten. Es ist schon ungewohnt, wenn sich dann am Bildschirm tatsächlich der Text, den man selber eingegeben hat, ändert, weil jemand anderes die gleiche Stelle gerade bearbeitet. Es wird nicht einfacher dadurch, dass es dann hier so etwas wie eine Metakommunikation gibt, noch zu den eigentlichen Inhalten, die hier sind. Also hier wird ein Text verändert, hier wird kommentiert, warum man etwas verändert oder etwas verändern sollte oder etwas drinbleiben sollte. Und so also wird aus eigentlich einer ganz einfachen Kommunikationsstruktur doch ein relativ komplexes Setting. Man kann das dann tatsächlich auch sich im Zeitverlauf anschauen. Man sieht, so ähnlich wie bei Wikipedia, die Ausgangs
Version eines Textes, wie er sich entwickelt hat, welche Elemente auch dabei waren und welche wieder rausgenommen worden sind. Und das sind Dinge, die kann man natürlich an verschiedenen Stellen nutzen. Das hier ist jetzt ein Brief, der öffentlich versendet werden soll oder in einer Website dann platziert werden soll. Aber Parteien produzieren natürlich auch an vielen anderen Stellen Texte gemeinsam, insbesondere wenn es zum Beispiel um Programme geht oder Parteitagsbeschlüsse. Und auch das kann man natürlich ganz gut in einem solchen Format tun und das wird eben auch angewendet. Weiteres Element der Parteienkommunikation ist natürlich Twitter. Hier ein willkürlicher Screenshot aus der Kommunikation im Vorfeld des Bundesparteitags in 2012 in Bochum, also des letzten Parteitages im November. Natürlich verläuft dann entlang eines bestimmten Hashtags, dann sieht man hier ansatzweise Bons für den Parteitag in Bochum. Man kann das zusammenfassen, systematisieren, man sieht, was dort alles passiert. Und in dieser Form der Echtzeitkommunikation werden dann meistens eher formale Dinge noch angekündigt. Aber man findet da natürlich auch wiederum Verweise auf weitere länger haltbare Inhalte, die eventuell für die Kommunikation oder Abstimmung auf dem Parteitag relevant sind. Hashtags spielen natürlich eine große Rolle. Es ist jetzt an einem Tag wie heute leicht, nochmal darauf hinzuweisen, welche Strukturierungsfähigkeit Hashtags mittlerweile haben. Da denken Sie nur an Aufschrei und Günther Jauch und den Stern und viele andere Dinge, die da in den letzten Tagen entlang eines Hashtags diskutiert wurden. Und man sieht ganz gut, dass diese eigentlich eine netzspezifische Kommunikationsform mittlerweile auch aufgegriffen wird und anschlussfähig ist für die etablierten Medien. Und das ist natürlich etwas, was die Piraten längst wissen und auch für ihre eigene Arbeit und Kommunikation nutzen. Ausführlicher als das, was ich jetzt kurz nur erzählt habe, dargestellt ist das Kommunikationsmanagement der Piraten in einem Beitrag, den ich zusammen mit einem leider nicht Doktoranden, er wurde von der bösen freien Wirtschaft abgeworben, erstellt habe. Da haben wir uns diese verschiedenen Elemente mal angeschaut und auch mit Beispielen nochmal skizziert, wie denn diese Kommunikation funktioniert, welche Regeln, welche Trends und Muster dort zu erkennen sind. Ich will jetzt zu dem Punkt kommen, nämlich frage, wie entscheiden denn die Piraten und wie nutzen sie dabei die verschiedenen Formen der Online-Kommunikation? Dazu will ich dann gleich nochmal auf zwei Beispiele zurückkommen. Zunächst mal so als Zwischenfazit Bestandsaufnahme. Die Piraten nutzen beinahe jede verfügbare Form der Online-Kommunikation für die Parteiarbeit. Das führt dazu, dass sich diese Kommunikation sehr stark verteilt auf unterschiedliche Plattformen, dass es manchmal selbst für die Piraten nicht ganz einfach ist, all das nachzuverfolgen, was dort passiert. Das klingt nicht nur chaotisch, das ist chaotisch, aber, und das kann man durchaus auch sagen mit Blick auf die Erfahrungen der letzten ein, zwei Jahre, das ist nicht unproduktiv. Sie machen zunächst mal alles, was sie machen können, im Netz sichtbar, transparent, sodass es andere nachvollziehen können, ob das clever ist oder nicht, ob ihnen das Vorteile oder Nachteile bringt, das steht auf einem anderen Blatt. Sie tun es erstmal, das führt zu einer durchaus chaotischen Flut an auch ganz unterschiedlichen Kommunikationsinhalten, ganz kleine Einheiten bei Twitter, viele einzelne Blogs, die teilweise sehr intensiv befüllt werden, dann wieder über längere Zeit stillliegen. So etwas Wichtiges wie das Wiki, das auch immer größer und immer schwieriger überschaubar wird. Dazu gibt es die üblichen Websites, es gibt YouTube-Angebote, es gibt natürlich Angebote in sozialen Netzwerken und so weiter. Das ist viel. Das ist nicht immer systematisch, es ist aber nicht unproduktiv. Das vielleicht erstmal an der Stelle. Jetzt zu der Frage, was machen die Piraten damit, wenn es um Entscheiden geht? Sie nutzen das vielleicht mal mit einer parteienforscherischen Binse begonnen. Sie nutzen diese Möglichkeiten sowohl bei Sachentscheidungen wie auch bei Personalentscheidungen. Das ist eine
Unterscheidung, die die Kollegen Treibel und Korte durchexerziert haben in einem Sonderheft der Zeitschrift für Politikwissenschaft, als Werbung, heute eine Rezension in der FAZ dazu. Und hier habe ich mich kümmern sollen um das Entscheiden und Organisieren der Piraten und daraus jetzt mit etwas mehr Beispielmaterial sogar noch ein paar Gedanken. Bei den Sachentscheidungen können wir uns das relativ einfach machen und schauen, was tun die, was entscheiden die in der Sache, wenn es um Themen geht, die sie ja entgegen anderslautender Meldungen durchaus haben. Da wäre ein gutes Beispiel das BGE, bedingungslose Grundeinkommen, dazu sage ich dann gleich noch ein bisschen was, im Vorfeld des Offenbacher Parteitages von 2011. Oder ein anderes schönes Beispiel, das ich jetzt so als Fall noch nicht aufbereitet habe, wäre auch das Zustandekommen des Wirtschaftsantrags in Bochum Ende letzten Jahres. Auf der Ebene der Personalentscheidung findet man das Verfahren oder findet man Elemente der Online-Kommunikation natürlich auch. Zum Beispiel bei der Wahl der Bundesvorstände und Landeskandidatenlisten oder jetzt gerade auch im Umfeld der Aufstellungsversammlung, die tatsächlich dann in den einzelnen Bundesländern tatsächlich auch immer in einer ähnlichen, nicht immer in derselben, aber in einer ähnlichen Art und Weise vorbereitet und durchgeführt werden. In beiden Fällen wird dieses sehr unübersichtliche Netz aus Kommunikationsplattformen genutzt und intensiv, so intensiv wie möglich, an die eigentliche Entscheidungskommunikation dann bei den Aufstellungsversammlungen oder eben bei den Bundesparteitagen angekoppelt. Das ist zunächst mal klingt selbstverständlich, ist es aber nicht, vor allen Dingen dann, wenn wir uns die Piraten mal im Vergleich zu den anderen Parteien anschauen würden. Zuerst zu den Personalentscheidungen. Die Piraten sagen, dass die Form der Entscheidungsfindung, das Wählen, eine zentrale Rolle spielt. Das ist ein wichtiger Ansatz, wird im Grundsatzprogramm und auch dort an prominenter Stelle nochmal klar gemacht. Sie wollen mehr Demokratie beim Wählen, was dazu führt, Stichwort wieder Organisationsstruktur, dass man ganz unterschiedliche und auch bei den anderen Parteien nicht angewendete Wahlverfahren nutzt, wie zum Beispiel das Akzeptanzwahlverfahren. Das heißt, insbesondere bei den gerade laufenden Aufstellungsversammlungen können die dort anwesenden Parteimitglieder, wichtig, nicht delegierte Parteimitglieder, können dort so viele Stimmen vergeben, wie Kandidaten im Wahldurchgang zur Auswahl stehen. Das wird immer mal ein bisschen modifiziert, aber das ist erstmal der Kern der Akzeptanzwahl. Meistens wird die dann entstehende Rangfolge noch ergänzt um ein Quorum, das heißt eine Mindestzahl von Stimmen, mal 50, mal 40% der Stimmberechtigten, müssen erreicht werden, damit jemand als gewählt gilt. Das macht das Ganze zu einer teilweise recht umfangreichen und langen Prozedur, aber sie funktioniert. Und wo das hinführt, da komme ich am Ende nochmal drauf zu sprechen. Die Akzeptanzwahl oder die Wahl funktioniert klassisch offline, nicht über digitale Abstimmungsverfahren bei den Versammlungen und Parteitagen. Wichtig ist im Vorfeld, kann man, wenn man sich nominieren lassen möchte, informieren im Wiki, erhält dort üblicherweise Informationen zum Verfahren, kann dort Antragsunterlagen herunterladen, ausfüllen, wieder bereitstellen, sich dort in Kandidatenlisten eintragen, so etwas wie einen internen Wahlkampf führen und die Mitglieder eines Landesverbandes, der Bundespartei, schauen sich dann an, was die Kandidaten dort reinschreiben und kommentieren das und im Verbund mit der Vorstellung offline in den Versammlungen entsteht dann ein ziemlich umfangreicher Prüfprozess der Kandidaten durch die Basis und dafür haben die Piraten den schönen Namen Kandidatengrillen gewählt. Das war jetzt in den letzten beiden Tagen zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen beobachten. Das dauert an zwei Tagen. In zwei Wahlgängen hat man dort aus einer
relativ umfangreichen Liste von Kandidaten zunächst einmal einen Qualifikationsdurchgang gestartet und dann eine Platzierungsrunde und hat dann am Samstag und Sonntag auf der Aufstellungsversammlung in meiner Tagen mit dem Hashtag AVPampa dann tatsächlich eine Landesliste für die Bundestagswahl verabschiedet. Und wichtig auch hier, die Kandidaten mussten sich kurz vorstellen, mussten sich den Fragen der Basis stellen auf diesem tatsächlich ganz, ganz analogen, auf dieser ganz, ganz analogen Aufstellungsversammlung. Und im Vorfeld fand aber eben schon etwas statt im Netz, sodass man sich ein Bild schon machen konnte und auch die Kandidaten natürlich im Vorfeld unterstützen konnte, auch wenn man nicht an einer solchen Versammlung teilnehmen konnte. Man findet das Material durchaus auch noch. Das ist jetzt noch ein Screenshot, der ist etwas älter aus dem Grillverfahren vor der Landtagswahl in NRW. Man findet dort verschiedene Fragen, die dort gestellt werden, die man als Kandidat beantworten sollte. Manche machen das und beantworten jede Frage, andere nur ausgewählte Punkte und stellen die Antworten wieder zur Verfügung. Es gibt Mitglieder, das wäre noch wichtig zu erwähnen, die diesen Prozess entwickeln und koordinieren und auch Auswertungen anfertigen. Das sind dann oft umfangreiche Excel-Tabellen, in denen man die Antworten der einzelnen Kandidaten nachlesen kann. Das passiert in der Regel auf Initiative einzelner Personen, die das einfach machen. Es sind in der Regel nicht die Landesverbände, die so einen Prozess von oben steuern, sondern es ist etwas, das gemeinschaftlich entwickelt wird. Zu den Sachentscheidungen. Da kurz zum bedingungslosen Grundeinkommen, das aus meiner Sicht durchaus ein gutes Beispiel ist für einen Sachentscheidungsprozess der Piraten. Er hat seinen Ausgang genommen in Berlin. Dort hat man 2009 sich damit auseinandergesetzt. Es ist ein Arbeitszusammenhang entstanden, eine sogenannte BGE-Squad, eine Arbeitsgruppe, die themenorientiert zusammenarbeitet, nicht wie ein Ortsverein über die lokale Zusammenballung der Personen. Es entstand dann im Oktober 2010 ein Positionspapier. Das Thema ging dann durch als Bestandteil des Landtagswahlprogramms, wurde dort von der Mitgliederversammlung verabschiedet und hat sich auf diese Art und Weise über den Berliner Landesverband auf die Piratenagenda entwickelt. Das Ganze fand statt relativ parallel zu der in der breiteren Öffentlichkeit geführten Diskussion um Mindestlöhne. Immer die Rede von Mindestlohn als Brückentechnologie und hat sicherlich dazu beigetragen, dass es sich hier um ein sehr intensives oder intensiv diskutiertes Thema gehalten hat. Getragen wurde die interne Debatte nun durch solche Elemente, wie wir sie kurz schon gesehen haben. Im Wiki entstanden dann Diskussionen, die dieses Thema thematisiert haben, auf eine Plattform gehoben haben, die dann eben von vielen Menschen genutzt werden konnte. Es gab zahlreiche Blog-Einträge, Mailinglisten, Forenbeiträge, viele, viele Fragen, Antworten, die sich dann an ganz unterschiedlichen Stellen im Netz gesammelt haben. Natürlich gab es dann auch wieder eine Echtzeitkommunikation dazu über Twitter und sind aktuelle Einsprengsel eingeflossen. Also auch hier wieder unübersichtlich, durchaus chaotisch, aber es gab einige Zentren dieser parteiinternen Kommunikation, die das Ganze tatsächlich dann verdichtet haben. Es gab zum Beispiel auch relativ nah in zeitlicher Nähe zu dem Bundesparteitag in Offenbach auch eine Liquid-Feedback-Abstimmung über einen konkreten Antragstext. Der wurde dann nochmal ein wenig modifiziert, aber schon Elemente aus diesem Antragsentwurf sind dann auch in den letztlich vom Bundesparteitag angenommenen Antragstext eingeflossen. Das passt insofern, also Berlin als Ausgangspunkt. Berlin ist auch der Landesverband, der intensiv Liquid Feedback nutzt und auf diesem Weg durchaus dazu beigetragen hat, ein solches Thema über bestimmte Kommunikationsformen auf die Agenda der Bundespartei zu setzen und letztlich dann auch durchzubringen beim Bundesparteitag. Neben diesen Diskussionen haben sich auch analoge Zusammenhänge auch jenseits von Berlin gebildet. Da gab es ja das
BGE Squad. Es gab auch eine Arbeitsgemeinschaft zum bedingungslosen Grundeinkommen, die sich dann auf der Bundesebene formiert hat. Es gab die Gruppe der Sozialpiraten, die sich zunächst analog formiert hat und dann auch eine Plattform ausgebildet hat. Diesem Umfeld gehört auch Johannes Ponada an, der dann ja auch zum politischen Geschäftsführer gewählt wurde. All das passt ganz gut zusammen und wir sehen, dass es unterschiedliche Entwicklungen gibt, die sowohl im digitalen wie auch im analogen Raum laufen. Und das ist etwas, was aus meiner Sicht relevant ist, um ja auch eine gewisse Nachhaltigkeit oder mit Blick auf die Frage, also Stabilisierungseffekte nach sich gezogen hat. Kurz zum Ergebnis. Auf dem Parteitag gab es zwar nochmal eine sehr lebhafte Debatte, dann analog. In dem harten Zeitregiment in Offenbach gab es eine Aussprache, bei der die Parteimitglieder vor Ort, die etwas sagen wollten, zwischen 60 und 90 Sekunden Zeit hatten, sich zu äußern. Auf dem Parteitag, man hat das gemacht. Es bildeten sich lange Schlangen an den Mikrofonen im Saal. Dort gab es eine durchaus überraschende Disziplin. Es hat also kaum jemand das überzogen, das Zeitkontingent, das er hatte. Und egal, ob es nun prominentere Vertreter waren oder einfache Basispiraten, es war heiß umstritten, es dauerte sehr lange. Trotzdem gab es am Ende dann eine Mehrheit, die sehr knapp ausgefallen ist. Also 66,9% liegt wirklich nur hauchdünn über der Zweidrittelmehrheit. Und deshalb kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt. Bedenkt man diese sehr, sehr heterogene Entstehungsgeschichte an unterschiedlichen Orten im Netz und analog, im Vorfeld des Bundesparteitages einer intensiven Diskussion auf dem Parteitag, ist es schon erstaunlich, dass angesichts einer solchen knappen Entscheidung eigentlich nicht mehr passiert ist. Also dass es nicht noch mehr Streit gegeben hat. Es gab zwar durchaus Ansätze für so etwas wie eine Flügelbildung, aber man würde im Moment eigentlich noch nicht sagen, dass die Partei sich entlang einer solchen Thematik großartig zerstritten hätte. Das war das bedingungslose Grundeinkommen. Immer noch alles das BGE. Und das wäre ein Punkt, auf den halte ich zumindest für sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es den Piraten scheinbar gelingt, durch die Einbettung dieser Parteitagsentscheidung in einen mehr oder weniger umfangreichen Vorlauf im Netz so etwas wie einen Loser's Consent herzustellen. Also diejenigen, die dann letztlich verlieren oder auch gar nicht an der Abstimmung teilgenommen haben, akzeptieren das, sie nehmen das an. Und es ist tatsächlich dann auch so, dass viele, die nicht an dem Parteitag in Person teilgenommen haben, sich versucht haben, über Twitter nochmal in diese Debatte einzumischen, die natürlich dann auch präsent war, der Versammlung im Raum, die aber letztlich dann auch sich dieser Entscheidung des Parteitags als zentralem Parteiorgan dann gefügt haben. Und das ist etwas, was wir auch bei den anderen Entscheidungen sehen, dass die Piraten hier offenbar so etwas wie einen Modus gefunden haben, der es ihnen erlaubt, die Entscheidung tatsächlich auch anzuerkennen, obwohl es eben nicht eine so stark formalisierte Entscheidungsstruktur wie bei den etablierten Parteien gibt, die das ja alle über Delegierte oder eine Delegiertenpyramide letztlich dann regeln. Das haben die Piraten nicht und trotzdem gelingt es ihnen zu entscheiden. Und das ist etwas, was man tatsächlich auch immer noch mal sagen muss, denn die Piraten machen das anders als die etablierten Parteien. Und das ist, finde ich, ein nicht trivialer Unterschied. Soweit erstmal an dieser Stelle. Ich fasse kurz noch zusammen und dann bleibt uns ja auch durchaus noch Zeit zur Diskussion. Wenn man nun wieder von außen auf solche Prozesse drauf schaut, dann entsteht der Eindruck, dass die Art und Weise, wie die Piraten diskutieren, eigentlich ganz gut zu erfassen ist mit dem Begriff einer deliberativen Demokratie, die eben auf eine starke Diskussion im Vorfeld von Entscheidungen also setzt und einen Akzent legt auf die Entscheidungsvorbereitung. Und mit Blick auf das
die relative Einigkeit, die dann entsteht bei den Piraten, kann man durchaus sagen, dass das passiert, was man vermutet bei deliberativen Elementen, nämlich der Grad der Input-Legitimation wird erhöht, dadurch, dass sich so viele im Vorfeld beteiligt haben, ganz gleich, ob analog auf den Aufstellungsversammlungen oder den Bundesparteitagen und im Netz, findet man sich mit den Entscheidungen ab und hält sie offenbar für legitim. Das ist durchaus etwas, was ich stark machen möchte als die immer noch recht deutlich erkennbare Andersartigkeit der Piraten. Sie verzichten absichtlich auf ein Delegiertensystem, kennen zum Beispiel bei den Parteitagen auch erstmal keine Vorauswahl durch ein vorab eingesetztes, am Ende noch vom Bundesvorstand eingesetztes Gremium. Und es inszeniert die Parteitage auch nicht als eine bloße Bestätigungshandlung, sei es jetzt für Personal oder für Sachentscheidungen. Dafür haben sie andere Probleme. Sie müssen dann regelmäßig mit Anträgen zur Geschäftsordnung kämpfen. Es ist nicht verkehrt, sich nochmal anzuschauen, wie denn diese Versammlungen tatsächlich aussehen, wie sie organisiert sind. Es hat eher was von einer Entwicklerversammlung, weil eben so viele technische Geräte da rumstehen, ja. Der Unterschied, auf den ich aber hinaus will, ist eigentlich ein anderer, in dem Bild in Ansätzen auch zu erkennen. Wir haben im Grunde eine leere Bühne. Hier ist zwar ein Mikrofon, da sitzt dann der Versammlungsleiter, aber es werden keine Parteitagsreden gehalten. Wir haben hier drei Video-Einblendungen. Hier wird meistens das Wiki oder ein Dokument eingeblendet, Tagesordnung, welcher Antrag gerade abgestimmt wird. Und hier übertragen Kameras Bilder von den Mikrofonen. Die sind hier nicht zu erkennen so gut. Die stehen hier im Raum. Hier bildet sich dann immer eine Schlange. Die Menschen am Mikrofon werden gefilmt und hierhin übertragen. Das heißt, das einzelne Mitglied spricht dann zu dem Plenum. Das ist ein Aufbau, den wir bei den Piraten eigentlich immer sehen und der unterscheidet sich durchaus von den Parteitagen, so wie wir sie sonst kennen. Die sind ja eher so strukturiert. Wir haben das Publikum, das guckt komplett nach vorne. Wir haben hier oben das Präsidium und wir haben hier einen Redner, ob das jetzt CDU ist oder SPD oder auch bei den Grünen. Das ist eigentlich immer dieser Versuchsaufbau. Und die Rollen hier sind ganz klar. Wir haben die Parteielite hier oben, wir haben die nicht die Basis, wir haben die Delegierten hier, die können abstimmen. Das, was sie abstimmen, wird ihnen in hohem Maße vorgegeben vom Präsidium und der Antragskommission für einen Parteitag, sodass hier letztlich eigentlich ganz oft nur das Abstimmen bleibt. Es gibt zwar auch Diskussionen, aber die nehmen im Verhältnis zu dem, was die Piraten machen, einen kleineren Raum ein. Und also auch dieser formale Aspekt ist einer, der noch gar nicht wirklich groß untersucht ist und aber aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr lohnendes Einsatzfeld darstellt. Damit komme ich zurück zum Anfang. Die Frage war ja Flüssigkeit und Stabilität. Ich denke, das ist schon durchgekommen, dass ich im Moment zumindest davon ausgehe, dass Umfragewerten und Wahlergebnissen zum Trotz die Nutzung digitaler Kommunikation für die Piraten im Moment eher stabilisierend ist. Ich will an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, dass man eigentlich von einer sehr, sehr hohen Unwahrscheinlichkeit ausgehen sollte, dass es überhaupt die Piratenpartei gibt. Das wird von vielen auch in der öffentlichen Diskussion mittlerweile als selbstverständlich hingenommen. Ist halt eine neue Partei und man erwartet mittlerweile auch einiges von ihnen. Man hört ja immer, die müssten jetzt liefern. Interessant ist aber doch, dass man tatsächlich diese völlig oldschoolige Organisationsform gewählt hat, wenn man doch eigentlich immer hört und liest, dieses Internet verändert ja die Politik und führt doch dazu, dass man sich ganz anders an politischen Prozessen beteiligen möchte, doch nicht in dieser alten Form der Institutionenpolitik. Trotzdem gibt es die Piratenpartei und die nimmt das mit den Institutionen tatsächlich sogar sehr, sehr ernst. Und aus diesem Grund finde ich zunächst einmal, aus dieser Unwahrscheinlichkeit heraus, finde ich es bemerkenswert, dass es diese Organisation gibt, dass sie wächst, dass sie sich organisieren kann und dass sie entscheiden kann. Das ist nicht so einfach, wie man sich das vielleicht vorstellt. Es ist nicht so trivial. Und wenn man eben nun etwas genauer auf dieses Entscheidungsverhalten schaut, erkennt man schon, dass das etwas ist, was die Piraten
absetzt von den anderen Parteien, die anderen Parteien aber doch auch so aufmerksam gemacht hat, dass sie zumindest darüber nachdenken oder es in Teilen tun, sich ähnlichen Prozessen auszusetzen. Wir wissen noch überhaupt nicht, wo das hinführt, aber die Idee dazu, dass man sich als Partei tatsächlich auch anders organisieren kann, als wir es die letzten 3-4 Jahrzehnte gesehen haben, die ist mit den Piraten nun da. Es ist auch klar, dass diese Offenheit, Unübersichtlichkeit, Fluidität, Flüssigkeit der Kommunikation, das Entscheiden auf Abruf, wenn ich andere Mehrheiten organisieren kann, bei einer anderen Bundesversammlung, bei einem anderen, in einem anderen Zusammenhang, dann kann ich sie auch wieder, wenn es mir gelingt, diese Mehrheit zu organisieren, verändern. Das führt natürlich auch dazu, dass das Ganze nicht bruchlos, nicht ganz kohärent erscheint und dass es gerade in der Außenwirkung Probleme gibt. Die Piraten gelten als vollkommen zerstritten, zeichnen sich durch Personalquerelen aus, handeln das alles auch noch so aus, dass es alle sehen können. Und das irritiert vor allen Dingen die Öffentlichkeit. Ich glaube durchaus auch die Konkurrenz ist aus der Perspektive der Piraten aber durchaus verständlich oder sogar logisch, weil man tatsächlich hier bestimmte Ansätze aus der Kommunikation in digitalen, interaktiven Umwelten einfach fortführt. Das macht man so, weil es eben tatsächlich dem entspricht, was man sonst im Internet eben auch macht. Verträgt sich halt nicht immer gut mit der Erwartung, die in der Öffentlichkeit eben an und insbesondere auch bei den etablierten Medien an Parteien herangetragen wird. Daneben, und das macht es jetzt für die Piraten, glaube ich, wirklich schwierig, finden allerdings auch Prozesse statt, die man von den etablierten Parteien kennt. Es gibt durchaus die Bildung von Machtzentren. Das sind im Moment vornehmlich die Fraktionen, die tatsächlich professionell arbeiten können, die Leute einstellen und die kontinuierlich tatsächlich für die Partei arbeiten können. Und natürlich wird es in dem Moment, wo es Fraktionen gibt für den Bundesvorstand, der eben tatsächlich auf eine sehr schwache Rolle beschränkt ist, schwieriger. Es gibt in Ansätzen auch Flügel, die sich verschiedenen thematischen, aber auch formalen Dingen verpflichtet fühlen, die also stärker wiederum zum Beispiel die Themen rund um das Internet fördern wollen. Hingegen andere sagen, wir brauchen eine breitere Agenda, damit wir überhaupt anschlussfähig und erfolgreich sein können. Das alles findet statt. Es gibt auch sowas wie eine Prominenzierung, dass es tatsächlich Piraten gibt, die von der etablierten Öffentlichkeit stärker wahrgenommen werden. Es gibt Prozesse, die im informellen Raum stattfinden. Es gibt Prozesse der internen Digitalisierung, wie zum Beispiel die Nutzung innerhalb von Liquid Feedback, die auch sehr interessant sind. Dort gibt es Personen, die sehr viele Stimmen erhalten, also Ziel sind von Stimmdelegationen, Stimmweitergaben. Es scheint so, dass sich innerhalb dieser Plattform tatsächlich auch so etwas wie Hierarchien abbilden. Also tatsächlich Hierarchien, die man in der formalen Organisationsstruktur vermeidet, finden sich dann übertragen in den digitalen Raum mit sogenannten Stimmenkönigen, die auch zum Teil mehrere hundert Stimmen auf sich vereinigen und dann Abstimmungsverfahren fast im Alleingang entscheiden können. Also solche Formen der Hierarchisierung gibt es auch, was es eben auch für die Partei insgesamt nicht leichter macht, als homogener, geschlossener Akteur aufzutreten. Bin gleich am Ende, keine Sorge. Das Ergebnis ist, dass die Piraten in einer Art Zwickmühle sind zwischen einer, wie ich immer noch finde, produktiven Amateurisierung und eben Hinterfragung vieler Standards der Parteienkommunikation und Organisation und einer fehlenden Professionalität, die es ihnen sicherlich einfacher machen würde, in der insbesondere der medialen Wahrnehmung besser dazustehen und dann eben tatsächlich möglicherweise auch für andere Wähler interessant sein könnten. Wie sich das weiterentwickelt, also wie dieser Zwiespalt oder ob überhaupt dieser Zwiespalt aufgelöst wird, das wird meiner Meinung nach entscheidend dafür sein, was die Piraten dann im Herbst bei der Bundestagswahl erleben werden. Es gibt natürlich auch wieder diese organisatorische Komponente, wie gut gelingt es ihnen, einen Wahlkampf zu führen, der eben nicht nur im Netz stattfindet, sondern auch analog. Wie gut können sie sich dann
als Parteiorganisation in den Wahlkreisen positionieren? Wie sichtbar werden sie im Laufe des Sommers und wie gut gelingt es ihnen, sich als eine wählbare Alternative zu positionieren? Das wäre der eine Bereich, aber natürlich auch die Frage, wie machen wir das? Was passiert auf den Bundesparteitagen? Gibt es neue thematische Akzente? Welche Personen werden jetzt sichtbar werden im Sommer als Gesichter der Partei und wie geht man mit denen um? Das wird natürlich auch eine große Rolle spielen. Gleichwohl ist aus meiner Sicht das noch keine Critical Election. Also wenn die Piraten scheitern im Bundestag, muss das lange noch nicht heißen, dass sich diese Partei auflöst. Wie gesagt, es ist noch relativ früh im Jahr und es ist noch viel Zeit bis zum Herbst, aber ich glaube nicht, dass man davon ausgehen sollte, mit einem großen Knall im September ist alles vorbei und die Piraten werden verschwunden sein. Davon gehe ich nicht aus. Wenn wir im Laufe des Jahres sehen, dass sich die Mitgliederzahlen massiv nach unten entwickeln, die Leute austreten, sich nicht mehr beteiligen, das Wiki still liegt, keiner mehr blockt, bei Twitter nichts mehr passiert, dann müssen die Piraten sich Sorgen machen. Wenn das nicht passiert und man in etwa dieses Level der Organisationsentwicklung beibehalten kann, dann wird es weitergehen. Und der nächste unter Umständen kritischere Punkt, das wird dann sein die Europawahl in 2014. Bis dahin könnte es dann tatsächlich so sein, dass die Piraten noch viel stärker vor einer Wegscheide stehen, ob sie als parteipolitischer Akteur tatsächlich funktionieren und eine Zukunft haben oder ob man sich dann tatsächlich vielleicht etwas anderes überlegt, einzelne Akteure bei anderen Parteien stärker Mitwirkungen suchen oder vielleicht noch eine andere Form der Organisation dann wiederum stärker wird. Das alles wissen wir noch nicht. Im Moment wäre das jetzt erstmal meine Einschätzung. Ich hoffe einigermaßen das Thema getroffen zu haben und danke fürs Zuhören.